In der heutigen Newsfolge handelt es sich um folgende Themen. Droht der Japan Grand Prix wegen eines Taifuns auszufallen? Japaner im ersten freien Training im Toro Rosso? Ferraris Comeback mit Mission Winnow? In 9 Sekunden wisst ihr mehr. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Der Taifun Hagibis ist Richtung Süden von Japan unterwegs und der stattfindende Grand Prix am Wochenende ist ernsthaft gefährdet. Gestern war der Taifun bei Kategorie 1 und keine 24 Stunden später Kategorie 3. Besser gesagt ist er jetzt ein Super-Taifun. Sollte es bis hoch zur Kategorie 5 kommen, wird der Grand Prix abgesagt. Die Formel 1 und die FIA haben bisher noch nichts gesagt, aber das werden sie wahrscheinlich am Mittwoch, wenn die Teams auf der Rennstrecke eintreffen. Steffen Dietz, ehemaliger offizieller Formel 1 Meteorologe, hat am Montagmorgen ein Update zum Wetter System veröffentlicht, dass Samstag der am stärksten betroffene Tag ist, wobei die Qualifikation möglicherweise umgestellt werden muss. Der Japaner Naoki Yamamoto wird im ersten freien Training das Cockpit von Pierre Gasly übernehmen. Für all diejenigen von euch, die ihn nicht kennen, er fährt in der Super GT im Honda an der Seite von Jenson Button und ist in der Super Formula Meister geworden. Nach 5 Monaten feiert Mission Winnow sein Comeback bei Ferrari. Seit dem Monaco Grand Prix hat die Scuderia den Zusatz nicht mehr verwendet. In vielen Ländern musste Ferrari den Schriftzug auf Boliden und Rennanzügen wegen dem Tabakwerbeverbot entfernen. Vor einem Jahr starteten Philip Morris und Ferrari ihre Partnerschaft in Japan. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich hoffe mal, dass es zu keiner Rennabsage kommt. Eine Frage: Hat es jemals in der Geschichte der Formel 1 eine Rennabsage wegen einem Taifun gegeben? Nicht, dass ich wüsste. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und nun zum Community-Kommentar. Katze hat folgenden Kommentar unter mein Kalender 2020 Video geschrieben. Hey Mike, was ist deine Meinung zu den 22 Rennwochenenden nächstes Jahr und welches Team, denkst du, kommt in den nächsten Jahren mit den neuen Regeln am besten klar? Also, wie ihr ja wisst, bin ich ja ein Formel-1-Suchti, so wie viele von euch auch, und ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn die Formel 1 an einem Wochenende fährt. Andererseits tun mir die Leute natürlich leid, die als Ingenieur oder Mechaniker dann dort arbeiten und nicht bei ihren Familien sind. Max Verstappen hatte vor kurzem noch betont, dass es durch den längsten Formel-1-Kalender der Geschichte Scheidungen geben könnte. Und ja, er hat definitiv recht damit. Das kann unter Umständen nicht passieren. Aber dazu hätte ich ganz gerne mal eure Meinung. Zu den Teams und den neuen Regeln kann ich noch nichts sagen. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.